Sherlock Holmes ist schon ganz schön stressig. Naja, ich will schon. Guck, ich muss hier erst weiterhin. Infolge des von nachlässigen Mitgliedern des Personals unbeabsichtigt ausgelösten Feuers habe ich beschlossen, allen Angestellten den Zugang zu Küche und Essraum zu verbieten, mit Ausnahme von Frau Meier und mir selbst. Ich muss diesen Drachen dazu bringen, dass er geht, damit ich in Ruhe die Küche untersuchen kann. Wenn ich Rauch erzeugen könnte, würde sie vielleicht in Panik geraten und aus Angst vor einem Feuer hinausrennen. Ich gucke zuerst noch, was hier noch. Nichts. Und auch die Abstellkammer ist nicht betreten. Als hätte ich nicht schon von vornherein geahnt, dass wir noch Rauch brauchen. Irgendwie dieses Spiel. Manchmal hat es ganz einfache Rätsel. Okay, eigentlich die letzten paar Sachen waren ziemlich einfach, wenn ich mal mehr nachgedacht hätte. Ah, ne, da ist der Kabel. Das Problem war nur, dass ich nicht gedacht habe, dass ich hier kriechend reinkomme. Hier ist eine Flasche mit ausreichend Wasser. Ich muss ihr Fassungsvermögen so genau wie möglich berechnen, wenn meine Rauchapparatur funktioniert. Das Verhältnis vom Chlor zu Wasser muss genau stimmen. Zu viele. Ich wollte eigentlich schlecht tun, aber dann. Was für ein Zufall, dass er vor kurzem noch gesagt hat, er kann das hier als Labor benutzen. Jetzt kenne ich das genaue Fassungsvermögen der Flasche. Eine Waage, das kann ich nicht. Ah, gut. Jetzt hier wie ein Molotow-Cocktail wird das Teil einfach. Ich frage mich, warum sich da jetzt noch kein Rauch bildet. Naja, wenn es ihm Spaß macht. Lauf, Tommy, lauf! Ich muss diesen Drachen dazu bringen, dass er geht, damit ich in Ruhe die Küche und... Ich hab doch hier die Flasche mit Chlor. Ich habe ja auch keinen Punkt, an dem ich was probieren kann. Ich muss eine Rauchapparatur bauen. Dazu brauche ich Wasser und ein paar Chemikalien. Ein paar? Brauche ich dazu noch was? Ich dachte, Chlor und... Ah ne, gut, das... Stimmt, da war noch irgendwas. Chlor und Wasser, das wäre ja ein bisschen. Ich habe kurz nicht mitgedacht. Chlor und Wasser, dann würde man ja nicht ins Schwimmbad können. Ah, genau, das war hier. Pottasche, die ideale Zutat, um. Na gut, ich stehe jetzt, mache ich die einfach schon. Pottasche. 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 Ja. Pottasche. Da habe ich jetzt schon aufgenommen. Nee. Pottasche. So, jetzt muss ich die Dosis genau abmessen. Schon wieder. Geschafft.
Mein Rauchgerät ist fertig. Ich muss zugeben, ein Raum voller Rauch wird schwierig zu untersuchen sein, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Okay. Hier gibt es ja sonst eh noch nichts zu sehen, aber vielleicht finden wir dann in dem neuen Raum wenigstens einen Schlüssel. Oh Mann, ey, wir verwüsten hier einfach das komplette Ding. Ich bin eigentlich okay, dass ich so gefreut habe, dass ich die freilasse. Dann muss ich wahrscheinlich an die Tür. Die ist schon weggerannt, gut. Die hat bestimmt eh eklig gekocht. Ein Küchengarn für Roastbeef. Ich habe eigentlich wo ganz anders hingegriffen, aber okay. Oh, wieso kann er die Briefe nicht direkt lesen? Ah, nein, ich muss vorlesen. Hildegard, ich habe einen vollen Beutel Vogelfutter gefunden. Wenn Sie Birgit nach meiner Schicht ablösen, denken Sie daran. Dreimal kurz klingeln, einmal lang. Dann fährt der Lift zurück zum Büro des Doktors. Wenn er im ersten Untergeschoss ankommt, ist der Weg nach oben versperrt. Sie müssen dann nach unten, um das Geschirr zu holen. Bis dann und viel Glück, Gretchen. Übrigens, die Notiz hier war, wollte ich gerade noch lesen, ist mir gerade eingefallen, die ist hier, nehmen Sie die übrigen Steine und verkaufen Sie sie. Dann kaufen Sie den Rest der Waren bei Schnitzer, wie er gebeten hat. Ich möchte das alles noch vor meiner Abreise erledigt haben. Und hier noch der Brief, der war ja in dem Buch drin, soweit ich weiß. Wo die Notiz nochmal herkommt, habe ich vergessen, tut mir leid. Sehr geehrter Dr. Gygax, meine Sekretärin teilte mir mit, dass sie keine weiteren Lieferungen ihrer Bestellung mehr erhalten möchte. Das ist äußerst unangenehm, denn wie Sie wissen, mussten wir uns, um die Waren für Sie aufzutreiben, große Freiheiten gegenüber der Gesetzeslage in diesem Land herausnehmen. Die Anzahl der eigens für Sie eingelagerten Waren ist beträchtlich. Da die Lagerung eine nicht geringe Gefahr für mich darstellt, habe ich den Preis bereits zweimal verringert, um Sie loszuwerden. Ich hoffe, Sie verstehen, dass die Entdeckung dieser Substanz in meinem Lagerhaus Fragen der Behörden aufwerfen wird, die eine Verschiffung zu Ihnen sehr erschweren könnte. Mit freundlichen Grüßen, Schnitzer. Ja, aber... okay, ich dachte, naja, egal. Habe ich sonst noch irgendwas? Hier, einen Schlüssel oder so. Ein, der hilft, in unmögliches Gebiet hineinzugehen. Nee. Der Rauch geht auch durch die Tür. Naja gut, das ist noch ansatzweise nachvollziehbar, würde ich mal sagen. So, das müssen wir jetzt machen. Ah, ich habe eine Idee. Und zwar habe ich eine Klingel gesehen. Das kann ich nicht gebrauchen. Das kann ich nicht gebrauchen.
Irgendwann werden wir es machen. Das kann ich nicht gebrauchen. Was ist denn da? Ich kann das gar nicht erkennen. Naja. Haben wir eigentlich immer noch zwei. Nee, gut, die Spritzen sind weg. Waage. Gut, ich würde sagen, ich rede mal wieder mit unserem Freund hier. Haben Sie etwas Neues erfahren? Okay, ich rede nicht mit unserem Freund hier. Ah, hier wollte ich noch lang. Man braucht zwei Personen, um das zu benutzen. Und ich bin allein. Was jetzt? Ich muss etwas erfinden, um den Hebel aus der Entfernung benutzen zu können. Einen Stock. Die einzige Lösung besteht darin, eine Methode zu finden, mit der ich diesen äußeren Hebel herunterdrücken kann, wenn ich zwischen den beiden Toren bin. Ich würde mal sagen, ich brauche einen Stock. Oder hab ich irgendwas schon? Die einzige Lösung besteht darin, eine Methode zu finden, mit der ich diesen äußeren Hebel herunterdrücken kann, wenn ich zwischen den beiden Toren bin. Ich wollte das Seil hier benutzen. Ich habe noch den rollenden Tisch. Die einzige Lösung besteht darin, eine Methode zu finden, mit der ich diesen äußeren Hebel herunterdrücken kann, wenn ich zwischen den beiden Toren bin. Ja. Das geht nicht. Der Allzwecklöffel. Meine Perücke. Mein Toupet. Entschuldigung. Ich habe auch noch eine Brille. Also ich würde ja einfach mal einen langen Stock benutzen, aber ich bin ja nur ein normaler Mensch. Und er ist immerhin Sherlock Holmes. Die Röhren kann ich gar nicht mehr benutzen. Gut. Ja. Die einzige Lösung besteht darin, eine Methode zu finden, mit der ich diesen äußeren Hebel herunterdrücken kann, wenn ich zwischen den beiden Toren bin. Also ich stelle mich hier rein und werfe den Abbus hier drauf. Okay, wahrscheinlich ist das Garn ein bisschen zu schwach. Aber wir haben... Ich kombiniere alles mit allem. Das wird schon was funktionieren. Ah, tut mir leid. Das da oben, das sieht nicht sinnvoll aus. Reden wir nochmal mit dem Kerl hier. Sagen Sie mir, mein Freund, kennen Sie den Weg ins andere Stockwerk? Das unter diesem hier? Nein, ich war nie dort. Aber ich weiß, dass Dr. Gygax immer einen Aufseher mitnimmt, um die Hebel zu bewegen. Na super, soweit war ich auch schon. Ich kann doch den Kerl einfach freilassen. Also das Spiel macht es echt schwerer, als es eigentlich ist. Hier noch die Schaufel. Also ich habe schon mal den Amboss. Das Katzenklo. Ja, einfach so einen schweren Ast. Fertig. Oder ein Rohr, meine ich. Ja, schauen wir noch mal ins Labor. Das kann ich nicht gebrauchen. Das kann ich nicht gebrauchen. Das kann ich nicht gebrauchen. Also das hier ist jetzt wieder kein Denken, sondern einfach nur, könnte ich irgendwas davon noch gebrauchen? Einfach alles einklicken. Er kennt das ja. Er hat doch bestimmt noch irgendwo gesagt, das kann ich nicht gebrauchen. Mit dem Penner könnten wir auch nicht anfangen. Komm her. Was für ein...
Der könnte doch... Ich müsste den nur wach kriegen und dann könnte er mitkommen. Hier will der nicht rein, ne? Okay, ja. Falls ihr euch fragt, was ich mache, ich frag's mich auch. Ich gehe nochmal hoch. Hier war nichts. Hier war noch die Tür. Warum sollte ich da hingehen? Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Immer noch nicht. Fräulein Müller. Ja, Fräulein Müller. Makramee. Ah, Makramee. Vernünftige Beschäftigung für moderne Frauen. Von Kallipygin Balas Miss Papadopoulos.